Entschuldigung, kann ich mal Feuer haben? Übrigens, ich habe äußerst gute Sperma. Bitte? Ich habe äußerst gute Sperma. Ich meine, Sie wollen da mit Sicherheit Kinder, oder? Ich wäre da genau der Richtige. Was ist denn hier los? Hat es eine Anderthal heute Ausgang oder was? Nee, ich mein's ernst. Nicht nur das mit den Kindern. Haus, Garten, Hund, kein Thema. Ich habe einen super Job. 200 Millionen netto im Jahr. Also ich meine, mir ist ja schon viel passiert, aber das... Sehen Sie? So solide Typen wie ich sind selten. Alles, was ich als Gegenleistung möchte, ist zweimal die Woche mit Ihnen vögeln. Ich habe übrigens äußerst gute Sperma. Habe ich das schon? Pass mal auf, du kleiner Kirmes-Casanova. Jetzt nimmst du mal dein Sperma und siehst zu, dass du Land gewinnst, aber ganz flott. Sehen Sie mal. Ich spreche Sie hier ganz freundlich an, stelle Ihnen eine tolle Zukunft in Aussicht und Sie? Sie werden gleich ausfällig. Okay, okay. Stellen wir zwei uns doch mal vor, wir machen das Ganze. Das volle Programm. Ja. Haus, Kinder, Garten. Ja. Was kommt denn danach? Ja, ganz einfach. Wenn Sie alt und faltig sind, dann suche ich mir die Jüngere und bums die durch, bis der Arzt kommt. Wenn das keine Zukunftsperspektive ist, dann... Also Ihnen scheinen ganz offensichtlich die Grundkenntnisse zu fehlen, wie man Frauen kennenlernt. Ach, ja, man geht erstmal mit Ihnen Kaffee trinken und dann macht man Ihnen Komplimente. Komplimente? Ja, dann gibt's ein romantisches Abendessen, man schenkt ihr Blumen. Aha. Und dann fragt man sie, ob sie noch auf einen Kaffee mitkommen möchte. Ah, und wenn sie mitkommt? Ja, dann bumst man sie durch, bis der Arzt kommt. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, gut, dann vergessen Sie doch einfach alles, was ich bisher gesagt habe. Gerne. Entschuldigen Sie, dürfte ich Sie dann vielleicht auf einen Kaffee? Verpiss dich, du Wichser. Hard to be a girl.